Oder? Ich bin 36 Jahre von Linz nach Wien übersiedelt, habe zuerst im Zentrum Wiens gewohnt und bin dann nach Rodaun übersiedelt im Jahre 1955. Dort habe ich ein Hausl und da wandere ich heute mit der zur Straßenbahn circa 400 Schritte. Ich habe mir das wirklich täglich ausgemessen, steigt dort in den 60er ein, bis zur U-Bahn, das ist jetzt sehr rasch und dadurch ist jetzt der Büroweg wesentlich verkürzt. Steige im Stadtpark in Wien aus. Brauche ich also von der Wohnung bis hierher circa 3/4 Stunden zu Fuß und mit der Bahn. Und dann bin ich hier im Konzerthaus. Ich bin hier Mieter seit dem Jahre 1944. Da habe ich schon ein Büro gehabt hier im Haus und bin natürlich hier eigentlich der älteste Mieter, nicht nur an Jahren oder auch schon fast an der Zeit, mit Ausnahme natürlich der Wiener Sinfoniker, die anschließend neben mir ihr Büro haben. Und also ich kehrte praktisch zum Konzerthaus dazu. Ich bin auch bei den ersten Bombenangriffen oder bei den letzten schon hier im Haus gewesen. In den letzten Kriegstagen war ich in der Praterstraße in meinem Büro und da hat man heute dann nachts gesehen, wie Wien brennt, wie geschossen wurde, wie die Bomben heruntergeflogen sind, wie Explosionen entstanden sind, wie man Menschen verwundet auf der Straße gefunden hat. Ich selbst habe einen Transport gemacht, ich bin dort aber am Herzigen Brüder mit einem ganz Unbekannten. All das in dieser furchtbaren Schießerei, in dem rot gefärbten Himmel. Im Rahmen der Veranstaltungen vor allem Operettenquerschnitte gemacht, im bescheidensten Ausmaß. Und da war der Kurdirektor von Bad Ischl und hat das gesehen. Und als der Kurdirektor wurde im Jahre 61 in Bad Ischl, ist man an mich herangetreten, ob ich nicht in Bad Ischl die Kurmusik übernehmen möchte. Und nachdem Franz Leher die Operette Lustige Witwe zum Großteil hier in Ischl komponiert hat, habe ich gesagt, fangen wir an mit der Lustigen Witwe und haben die noch nicht in voller Darstellung gebracht, weil die Möglichkeiten wären damals ja noch nicht gegeben gewesen, sondern ich habe alle großen, mir bekannten Künstler angeschrieben, ob sie mithelfen, die Operette am Leben zu halten. Und diesem Ruf wurde Folge geleistet.
eine ganz, ganz andere Stimmung, eine richtige Operettenstimmung, die den Saal erfüllt hat. Und von dort an ist es weitergegangen. Viele große Künstler haben mitgewirkt, dieses Werk aufzubauen. Ich erinnere nur, dass Roswenge zum Beispiel hier auch Land des Lächelns gesungen hat, dass Rudolf Christ dann mit meiner jetzigen Gattin Vera Svoboda, die sehr attraktiv mitgeholfen hat und intensiv mitgeholfen hat, die Operette mit aufzubauen. Und viele, viele andere Künstler, die ich alle namentlich ja gar nicht aufzählen kann, mitgewirkt haben, hier dieses Werk aufzubauen. Du bist doch ein sehr geliebter Diplomat. Ja. Erkundige dich über diese Gräfin Maritza und schau, dass du irgendetwas über sie herauskitzeln kannst. Überlass mich ganz auf dich. Also, kitzele, kitzele. Kitzele, kitzele, kitzele. Und was ich wohl da kitzele, kitzele machen kann? Ich gehe ins Dorf und vielleicht finde ich was zum kitzele, kitzele machen. Und ich muss sagen, zuerst hat es noch geheißen, na, die bringen die Operetten sicher nicht in Tee, aber dann ist es so weit gekommen, dass die Operettenwochen von Bad Ischl Weltruf haben. Und das seit 25 Jahren. Es scheint für 2 Monate die Zeit da stehen geblieben zu sein, als die Kurstadt noch sommerliches Zentrum der Donaumonarchie war. Die Festspiele haben vor einem Vierteljahrhundert klein begonnen. Und sie sind den Kinderschuhen längst entwachsen, zu einer etablierten Veranstaltung im österreichischen Kultur- und Fremdenverkehrsangebot geworden. Musik.